Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Und ich wollte heute mal, anstatt jetzt nach Colorado zu gehen und euch den Forellenpuff zu zeigen, wollte ich mal lieber nach Nerien River, nach North Carolina gehen. Weil da kann man zum Beispiel wunderschönen Barsch fangen, also einmal Forellenbarsch und einmal auch Schwarzbarsch. Das wollte ich euch mal zeigen. Ja, und dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Lizenz. Also gehen wir mal auf Colorado. Ne, was war das hier? Doch, Colorado, genau. Ne, Quatsch. North Carolina, genau. So. Also, da gibt es ab Level 11 die einfache Lizenz, ab Level 12 die fortgeschrittene Lizenz und ab Level 13 die Schwarzbarsch-Lizenz. Und heute wollen wir mal auf Schwarzbarsch gehen. Also müssen wir uns diese Lizenz kaufen. Ich habe sie jetzt momentan schon. Ich habe jetzt momentan, das seht ihr hier zum Beispiel, die North Carolina Lizenz, die fortgeschritten und die Schwarzbarsch Lizenz bis zum 18.8. Also noch ein bisschen Zeit. So, also das Einzige, was ihr dafür braucht, um zum Beispiel den Schwarzbarsch zu angeln, ist ein Barsch-Jig 9 Gramm, Raute 3.0 und dann nämlich wassermelonenfarbend. Also geht wohl mit am besten mit Wassermelone. Ja, ansonsten habe ich eigentlich ja, meine Standardausrüstung dabei jetzt nichts großartig verändert. Ja, die Schwarzbarsche, die gehen so bis, ja, bis zu 2 Kilo ungefähr. Also ja, deswegen. Und dann würde ich sagen, reisen wir auch mal los. Auf zum Nerien River, nach North Carolina. Ja, was ich euch noch sagen wollte, ich blende das hier gleich mal mit ein. Ihr könnt auch mal beim Forum vorbeischauen. www.bier-stübchen.de und da haben die ein Forum und da könnt ihr zum Beispiel wegen Fishing Planet oder wegen The Hunter oder wegen Rocket League euch, sag ich mal, so ein bisschen austauschen. Und ja, ich mache gerade so ein bisschen so Kooperation mit denen. Also die machen ein bisschen Werbung für meinen Kanal und ja, und ich mache ein bisschen Werbung dann für ihren Kanal. Also ich blende das hier unten jetzt gleich mit ein. Also wie die Seite heißt, den Link und werde auch nochmal in meinem Video unten das verlinken. Also im Text werde ich auch nochmal einen Link zu den Bierstübchen machen. So, also ich gehe nach Waldscham, weil die anderen Punkte, ja, da findet man Schwarzbarsch eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. Ja. So. Also Angelzeit ist jetzt hier zwischen 5 und ja, 8 Uhr ist sehr gut oder halt nachmittags. Nachmittags angelt man auch ganz gut. Ja, und dann geht's los. So, ich würde sagen, bleiben wir erstmal bei 5 Uhr sonst. Und ich kann euch das nochmal zeigen. Also, das ist jetzt der andere Köder. So, jetzt haben wir hier den Wassermelonenköder. Also, ihr werft jetzt von dieser Position aus gesehen, genau unter diesen rechten Ast. So, ungefähr ein bisschen weiter hinter. So auf 32 Meter. Und dann gibt es da eine ganz besondere Technik. Und zwar nennt sich die Twitchen. Und man holt ran und twitcht dann immer so zweimal. Also mit der rechten Maustaste einfach so ein bisschen hochziehen. Und dann, ja, und dann einfach ganz normal ranholen. Und am besten so im Mittelwasser. Das heißt also, man müsste dann quasi die Geschwindigkeit dann noch ein bisschen drosseln. Genau, mit Mausrad rein, ein bisschen fallen lassen und dann wieder twitchen. So, und damit fängt man halt hier an dem plus Forellenbarsch auch ganz gut, auch Trophies und halt auch die Schwarzbarsche. Ich werfe hier hinten nochmal hin. Müssen mal gucken, nachmittags soll wohl auch ganz gut funktionieren, aber ich probiere jetzt einmal mal morgens. So, machen wir wieder Dreiergeschwindigkeit und dann wieder twitchen. Wie gesagt, Schwarzbarsch ist auch recht selten, also ist jetzt nicht so oft. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier in dem Video jetzt einen kriegen. Da, ich hab. Ah, da war gerade einer dran. Der losgelassen. Doch, da ist er wieder. Dann gucken wir mal, was das jetzt für einer ist. Das müsste jetzt, glaube ich, Forellenbarsch sein, aber wir gucken mal. Vielleicht ist auch was anderes. Man angelt hier auch ganz gut Smallmouth-Barsch. Mal schauen, was das ist. Ja, Forellenbarsch in Trophäengröße. Aber schon mal ein guter Fang. 2,248 Kilogramm, 74 Erfahrung und fast 50 Zentimeter. Aber den behalten wir auf jeden Fall. Dann probieren wir mal weiter, ob wir vielleicht noch einen Schwarzbarsch angeln.
viel Glück haben. Wie gesagt, die sind alle auf dem gleichen Punkt, alle mit dem gleichen Köder. Und es kann halt, sag ich mal, schön überraschungsmäßig immer mal wieder was anderes bei rauskommen, ne? Wie gesagt, immer schön twitchen hier. Machen wir so zweimal Rechtsklick, damit er ein bisschen hochkommt. So, jetzt gehen wir mal mit der Geschwindigkeit einmal runter, dann ein bisschen fallen lassen. Und dann wieder weiter twitchen. Ja, die Technik habe ich ja auch gerade von einem Spieler erlernt bekommen. Und ja, hat mir das kurz beschrieben, wie das geht und habe das mal nachgemacht. Und funktioniert ganz gut. Mal kurz nochmal im Chat was geschrieben. Die Leute sind ja auch wirklich sehr, sehr nett, also sind auch sehr hilfsbereit. Man kann hier sehr gut, okay. Ja gut. Muss er hier nicht. Also bisher habe ich sehr nette Leute kennengelernt und ja, waren wie gesagt auch sehr hilfsbereit und hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, in dem nächsten Video wollte ich mal auf den schwarzen Kreppi gehen. Da kann man sogar hier auch an dem See einen einzigartigen fangen. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel Hilfe bekommen von dem Spieler Sauerbruch. Also nochmal vielen Dank dafür und wir hatten auch schon ein bisschen miteinander geschnackt und ist auch sehr sympathischer Typ, also ja, und da kann ich euch dann im nächsten Video mal zeigen, wie man hier so einen schwarzen Kreppi, einen einzigartigen fängt. Da gibt es auch eine sehr lustige Taktik für. Oder eine sehr, ja, anschauliche Taktik. So habe ich bisher auch noch nie geangelt, sagen wir mal so. Naja, aber hier 5 Uhr, super. Klar, einige sagen dann vielleicht auch nachmittags, geht bei denen ein bisschen besser, aber das ist halt immer so eine Gefühlssache, ne? So, ein Frosch stellen hier. Ja, wie gesagt, ich stelle die Geschwindigkeit, also die Rollgeschwindigkeit immer auf 3 und dann am Ende stelle ich die dann immer runter. Ja. Wie gesagt, so zweimal antippen, damit er dann so hochzieht und dann sollte dann auch stehen twitchen. Gerade jetzt ist er wieder ein bisschen hoch. Ja, ist jetzt nicht so einfach, aber solange da twitchen steht, ist das schon in Ordnung. Man kann auch so hier so zur Seite ziehen und so, aber zieht dann einfach hoch. Damit geht das auch ganz gut. Ich kann dann mal hier den Chat ausblenden, damit wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Mal gucken, vielleicht beißt er nachher noch einen Schwarzbarsch an. Aber wir haben ja auch die Lizenz dafür, also wäre schon schön, mal wieder einen zu angeln. Also ich hatte heute schon ein paar geangelt von den Schwarzbarschen, also auch schon so einen 2 Kilo Schwarzbarsch. Kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Also hier merkt man zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein kleiner, oder? Ja, normaler Forellenbarsch. So sieht er aus, 1,2 Kilo. So, machen wir mal weiter. Also ich finde wirklich, die Community ist hier sehr gut bei dem, also die Angel-Community, auch gerade die Deutsche jetzt, finde ich sehr, sehr angenehm. Macht auf jeden Fall auch Spaß, mit denen zusammen zu angeln. Ja, also wirklich eine schöne Community. Hat man ja auch nicht oft, ne? So, mal sehen, ob hier wieder was beißt. Gehen wir der Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Ein bisschen mehr in die Mitte sackt. Manchmal schwimmen die Fische auch hier so hinterher, aber jetzt gerade nicht. Ne, hier ist gerade nichts. Stellen wir wieder vor. Wie gesagt, ich würde euch natürlich schon noch gerne zeigen, wie der Schwarzbarsch aussieht. Ich denke mal, das interessiert euch ja auch. Mal wieder ein bisschen twitchen. Oh, da ist was dran. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so schwer.
Mal gucken, was es ist. Könnte vielleicht einer sein. Drückt mir mal die Daumen. Ne, ist ein Forellenbarsch. Wieder ein Forellenbarsch. Also man verdient hier auch ganz gut. Also ist auch ein guter Ausgleich mal so zu Colorado. Weil Colorado da am Forellenpuff, das ist wirklich irgendwann ein bisschen langweilig. Da immer nur die Forellen rauszuholen. Übrigens, die einzigartigen sind da ja weggepatcht worden. Also gibt es wahrscheinlich nur noch ganz, ganz selten. Also ich habe jetzt, seitdem der Patch gestern kam, habe ich keinen einzigartigen und habe auch noch nicht gesehen, dass irgendjemand anders einen einzigartigen Regenbogenforelle da rausgeholt hat. Und deswegen dachte ich mir, ja komm, ihr kennt das schon aus meinen anderen Videos, wie man hier diese Regenbogenforelle angelt. Und das ist jetzt auch nicht so viel anders. Man muss sich halt einfach nur nach der Beißzeit orientieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann gehen wir lieber gleich mal weiter hier zur Neerin River. Da hatte ich zum Beispiel noch gar kein Video von gemacht. Und da dachte ich mir, das ist doch mal interessanter, als jetzt an dem Forellenpuff da eine Forelle nach der anderen rauszuholen. Und ich meine, wenn es die einzigartigen gegeben hätte, wäre natürlich schön gewesen, euch das mal zu zeigen. Aber so, dass die jetzt rausgepatcht worden sind, deswegen dachte ich mir, ja, kann man euch vielleicht mal ein andermal zeigen. Aber jetzt ist ja nicht so notwendig unbedingt, ne? So, wieder anziehen und twitchen. Das ist halt auch eine coole Variante. Kann zum Beispiel auch so twitchen. Geht auch. Und dass die Leine dann ein bisschen locker ist, das ist nicht so gut. Na, beißt jetzt gerade nichts. So, vordrehen. So, mal gucken. Wäre natürlich wirklich schön, wenn ich euch das mal jetzt hier in dem Video demonstrieren könnte. Im Schwarzbarsch. Wie ihr auch wirklich seht, dass man hier einen Schwarzbarsch rausholen kann. Oder dass es den hier auch gibt, ne? Ich habe ihn schwer so dicht dran hier. Ja, ziehen wir mal rein. So, und dann nochmal das Ganze. Ja, wie gesagt, immer kurbeln die ganze Zeit und dann immer twitchen. Die haken sich da schon ganz gut fest, denn. Ja, jetzt haben wir ihn ja schon fast dran. Ich glaube, da ist jetzt erstmal nichts dran. So, nochmal ausschmeißen. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit auch ganz gut. Bin mal gespannt auf neuen Content. Wann der erste neue Content kommt. Ich könnte auch nochmal auf Nachmittag stellen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück, sag ich mal, aber Einwurf würde ich jetzt nochmal machen wollen. Wieder Dreiergeschwindigkeit. Ja, da hinten hin. Ja, ungefähr so 32 Meter werfe ich immer. So in dem Dreh und dann halt unter den rechten Ast. Wenn man jetzt hier auf dieser Position steht, ja, kann man halt auch ganz gut angeln. Also ohne, dass man jetzt sich festhakt. Oh, ich glaube, ich habe was. Oder? Ne. Gerade so angefühlt, aber leider doch nicht. Ne, auf dieser Position läuft man auch nicht Gefahr, jetzt in irgendwelchen, sag ich mal, sich festzuhängen oder dass man jetzt den Haken irgendwo sich verhängt. Ja, also auf der Position geht das eigentlich ganz gut. Hat auch eine ganz gute Rinne hier. Ja, ich stelle gleich nochmal auf um 6. Na komm. Und doch mal wieder was. Ah, jetzt habe ich was. Oh ja, das ist ein großer. Wäre natürlich ein Traum, wenn es jetzt einer wäre. Das wäre natürlich ein richtiger Traum jetzt. Ja, der sieht auch schon. Oh nein, nein, nein!
Ach, die Schnur war zu lose. Das gibt's doch nicht. Ah, ist das ärgerlich. Mist. Ja, komm. Wir angeln jetzt so lange, bis wir hier eine haben. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich stelle es einmal mal auf um 6 vor hier. Das ist natürlich richtig ärgerlich, ne? Ah, da war das so ein schwerer wieder. Also entweder wäre es eine Trophy-Forelle gewesen oder ein Trophy-Schwarzbarsch. Oh, ist das ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Kann ich mir vorstellen hier. Das ist wirklich ärgerlich. Schade, schade. Oh doch, da ist was dran. Ne? Ja, ist jetzt aber auch nicht unbedingt. Oh oh. Oh oh. Das ist aber, glaube ich, Forellenbarsch normal, ne? Mal gucken, ja, das ist ein normaler Forellenbarsch. Ja. Geangelt. So, dann probieren wir es nochmal. Muss doch mal klappen hier. Ja, wie gesagt, es ist halt immer random, was hier anbeißt. Und wenn ein, müsst ihr euch so vorstellen, von der Seltenheit wert oder von der Dropchance, wenn ein Schwarzbarsch anbeißt, dann ist es auch ein Trophy. Ne? Also deswegen sind die auch ein bisschen seltener, deswegen fängt man die nicht immer gleich. Ne? Deswegen fängt man eher den Forelle und dann seltener den Schwarzbarsch. Da habe ich hier was dran. Ne? Ah, ist ein kleiner, ne? Oh, springt da raus. Ah, komm, den kriegen wir. Kommst mir nicht davon. Du kommst mir nicht davon. Was ist das? Auch wieder ein Forellenbarsch. Machen wir heute mal ein bisschen längere Sitzung hier. Wie gesagt, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen hier. Ich möchte euch das gerne zeigen. Bisschen Geduld und dann wird das schon. Bisschen Geduld musste ich heute auch haben mit meinen beiden Schwarzbarschen, bis ich die hatte. Aber war richtig stolz, als ich die dann aus dem Wasser geholt habe. Schön die Trophys. So. Und nochmal. Wieder ein bisschen runterdrehen hier. Oh, da ist es dran. Ne? Ja, könnte vielleicht. Aber sieht schon wieder so hell aus. Ah, was? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe extra noch entgegengelenkt. Und er ist schon wieder von der Schnur. Ach, Mensch. Das ist echt ärgerlich. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Das ist so oft passiert. Das habe ich so auch noch nicht gehabt. Ja, die schwimmen halt wirklich, ändern viel die Seiten und da muss man wirklich ja die Spannung halten. Ne? Also es ist nicht so einfach. Oh, oh, da ist wieder was dran. So, diesmal behalte ich die Spannung, mein Freund. Komm her hier, dich kriege ich. Ah, das ist aber wieder ein Forellenbarsch. Sieht man schon so ein bisschen im Wasser immer diese helle Farbe denn? Na, schon eine kleine Kunst hier. Aber das Twitchen macht das auch alles ein bisschen spaßiger, anspruchsvoller. Geh mal wieder runter. Das Gefühl, bei zweifachen Ankurbeln habe ich mehr Glück. Der halt auch länger da im Wasser ist und er später zu mir kommt. Oh, jetzt geht er auf Grund. Oh. Jetzt bist du ja eh gleich bei mir, ne? Ah, da wurde es wohl zwischendurch ein bisschen flacher.
Deswegen hatte ich ihn ja ein bisschen auf Grund gehabt. Ja, hier ist jetzt gerade nichts mehr. Gehen wir mal rein. Ich würde sagen, den einen Fisch hole ich noch rein und sonst mache ich erstmal hier einen Break an der Stelle und dann mache ich gleich das Video weiter und versuche dann nochmal einen Schwarzbarsch zu angeln. Das Video denn hier nicht. Oh, 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 oh. Lass ich nicht davon kommen. Ich lasse ich nicht davon. Oh, das könnte. Ist das Forelle oder? Ah, wieder ein Forellenbarsch. Ja gut. An der Stelle mache ich erstmal einen Break. Und dann hören wir uns gleich. Oh, Barschmeister noch bekommen. Sehr schön. Und dann hören wir uns gleich an der Stelle weiter. Und dann zum zweiten Teil meiner Schwarzbarschjagd. Bis dann, euer Underwater Frank.